Alter, was geht ab, Leute, Junge? Und das Video fängt an mit ein paar Eiern. Leider kein Sternstück aktiviert. Kam jetzt ein bisschen überraschend. Mauzi, ja, okay. 371, nicht so verbohr ich eh nicht. Aber ich blende euch die IV jetzt hier unten ein. Haben sich ein paar Zuschauer gewünscht. Normalerweise mache ich es ja nicht, schaue ich gar nicht nach, weil ich kenne ja die IV auswendig. Ich weiß, dass 100% ist oder zumindest ungefähr. Dementsprechend, wenn irgendwas nicht mal in der Nähe ist, dann schaue ich es gar nicht erst nach. Aber das weiß natürlich nicht jeder von euch. Deswegen werde ich das mal anfangen einzublenden. Zum Beispiel hier 687, 100er wäre 696. Das sind 9 WP Unterschied. Könnt ihr euch ja dann ungefähr abschätzen, wie viel Prozent er hat. So mache ich es halt immer. Aber wie gesagt, für euch blende ich es dann ab jetzt ein. 725, glaube ich. Sprich 701 ist natürlich nicht top. Und ich glaube, das war der letzte. Also ich habe nicht immer 9. Also ich habe schon 9 immer drin, aber die starten immer zu unterschiedlichen Zeiten. 266 haben mir, glaube ich, die Zuschauer gesagt. Really strong. Ah, okay. 241 zum Beispiel komplett schlecht. Genau, das war es erstmal von den Eiern. Mal schauen, was wir dieses Video noch so machen werden. Hatte jetzt einfach nur die Eier drin. Also lasst euch überraschen. Also richtig, T-Shirt schon angezogen, ne? Oh, hey Mann! Und ich im Mediapark. Johanna hat jetzt hier noch mit aufgeräumt und Johanna hat einfach ein Shiny bekommen. Was soll der Mist? Warum ist das so? Warum machst du das? Du hast einfach direkt ein Shiny bekommen. Ihr seht, das ist grün hier. An den. Ich hasse dich. Ja, andere Leute müssen dafür arbeiten. Mann, aber das ist gut, Johanna ist hier. Ich kann dich direkt als Clickbait benutzen. Seht ihr die Taube da links? Scheiß es einfach auf das hier. Ich brauche jetzt die Taube. Okay, gut. Taube. Verdammt nochmal. Kannst du hier auch so nähern und ihr seht dann immer in dem Ausrufezeichen die Bedrohung. Also wenn ihr dann zu schnell rangehen würdet, dann schützt das, glaube ich, wenn man sich jetzt noch weiter bewegen würde. Mhm. Von daher kann man aber immer weiter in das Ringo rangehen. Irgendwann wird es natürlich auch schwieriger, das zu kriegen. Experte. Was auch immer das heißt. Oh shit. Ich bin AR-mäßig absolut nicht mehr mit vertraut, aber ich bin mir sicher, dass viele von euch da draußen mir, dass wir. Hey, wie nah bin ich dran? Nicht nur du bist kein Experte. Okay, wow. Das war wirklich schön. Sondern eigentlich keiner. Und darüber reden wir gleich, wenn ich euch umgestellt habe. Okay, wir haben die Eier gebrütet. Dann habe ich mir so überlegt, was das Thema von dem heutigen Video so sein könnte. Worüber könnten wir reden? Dann habe ich das Video von Sturmwaffen angeschaut. Schaut dann an ihn. Und das hat mich auf das heutige Thema gebracht. Und zwar AR Plus. Momentan läuft ja der Staubbonus. Und mit AR Plus kriegt man eigentlich mehr Staub beim Fangen. Sprich, der müsste eigentlich auch verdreifacht werden. Und ich weiß noch genau, hier habe ich das Video dazu. Das habe ich am 20.12.2017 hochgeladen. Das war vor 8 Monaten. 8,5 jetzt sogar schon. Und was ist daraus geworden? Im Video hat der AR Plus aktiviert. Er hat den Expertenbonus bekommen. Wenn man das aktiviert hat, erreicht hat, freigeschaltet hat, was auch immer, dann kriegt man mehr EP und mehr Staub, wenn man das Pokémon fängt. Wir haben uns vor 8 Monaten darüber unterhalten. Es kam damals neu raus. Wird es genutzt, wird es nicht genutzt? Wie ist es so? Es gibt mehr EP, mehr Staub immerhin. Und ja, 8 Monate in die Zukunft gesprungen. Wir schauen zurück. Eigentlich hört man davon gar nichts mehr. Am Anfang war es richtig krass gehypt. Hatte ich weiß noch damals. Ich weiß nicht mehr genau, welches Magazin es war. Ich glaube Forbes Magazin. Da wurde sogar ein Artikel veröffentlicht über AR Plus. Also das war damals richtig krass gehypt, dieses AR Plus. Anschleichen, mehr, wie gesagt, mehr EP und Staub. Und dieses, man darf das Handy nicht zu schnell drehen. Und wirklich ein neues Spielerlebnis anscheinend. So wurde es damals gehypt und geworben. Und wie gesagt, eigentlich kenne ich gar keinen, der das überhaupt verwendet. Deswegen wollte ich mal heute so ein bisschen drüber reden. In die Runde fragen, so ob ihr das verwendet, kennt ihr überhaupt jemanden, der das verwendet und was das eigentlich für ein verlorenes, nicht genutztes Potenzial ist, weil eigentlich ist die Idee ziemlich cool. Die Frage ist halt, wieso verwendet das keiner? Vor allem jetzt beim Dreifach-Stopp-Event plus diesen Stopp-Bonus für AR plus Sternstück müsste das ja eigentlich ziemlich krass abgehen. Es kostet natürlich Zeit, dieses im Gras suchen und dann ranschleichen. In der Zeit habe ich natürlich, keine Ahnung, 10 Pokémon gefangen? Ich weiß nicht, ich verwende es ja nie. Dementsprechend kann ich nicht abschätzen, wie lange das dauert. Ich denke, das ist so ein großer
ein großer Grund, wieso das eigentlich nicht verwendet wird. Weil in der Praxis ist es eigentlich ziemlich unbrauchbar, kostet zu viel Zeit, ist nicht wirklich praktisch. Man braucht halt eine große Fläche, meistens spielt man das. Und meistens spielt man das nicht unbedingt da, wo man echt so frei rumlaufen kann. Aber von Niantics Seite kam da seitdem eigentlich gar nichts dazu. Abgesehen halt von diesen AR-Fotos, die ganz geil sind mit den Hintergründen. Das sieht gut aus, wird auch viel gepostet, wird auch viel geworben. Auf Niantics Seite, Hashtag an Niantic und sowas. Und auf Instagram sieht man da auch viele von diesen Fotos. Und auch viele von den Spielern machen da Fotos. Und das an sich ist cool. Aber abgesehen davon wird AR eigentlich gar nicht verwendet. Und ja, wie gesagt, eigentlich ist es schon ziemlich verlorenes Potenzial. Niantic hat sich da eigentlich coole Sachen ausgedacht mit diesem Ranschleichen. Nicht zu schnell sein Handy bewegen. Und da kriegt man da einen kleinen Bonus, wenn man das fängt. Ich meine, ich bin da jetzt auch kein Experte und kann da jetzt auch keine Lösungsvorschläge bringen, was AR Plus attraktiver und interessanter gestalten könnte. Aber von Seiten Niantic kam da seit 8 Monaten eigentlich gar nichts mehr dazu, was ich sehr schade finde. Aber schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das so findet. Verwendet ihr AR Plus? Kennt ihr Leute, die das verwenden? Und was denkt ihr da? Was ist eure Idee? Was man da so rausbringen könnte, um das interessanter zu machen? Ist mir einfach so in den Sinn gekommen, wo ich das Video von Sturmwaffel gesehen habe, dass das eigentlich gar keiner verwendet. Wirklich so gar nicht, aber. Und das war halt damals, wo es angekündigt wurde, so krass gehypt. Und jetzt ist es halt komplett vergessen. Also das waren so meine Gedanken dazu. Ich frage mich, was daraus passiert ist. Leider nicht viel. Aber von meiner Seite war es das erstmal. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.